bin jetzt Rentner, habe mal als Autolackierer gearbeitet und meine Schuppenflechte ist jetzt Anfang der 70er Jahre ausgebrochen. War damals ganz schön schlimm gewesen, hat sich aber eben im Laufe der Jahre bedeutend gebessert. Und Familie hat mich da unterstützt, weil es ja doch ein bisschen unangenehm war. Und Arbeit hat trotzdem alles gut geklappt. Erst hatte ich, wie man denn so ist, achtet man ja nicht so drauf. Man hat zwar gesehen, dass es am Kopf angefangen hat, an der Stirn und so weiter und im Gesicht ein bisschen war was, aber dann hat man sich eben erstmal nichts dabei gedacht. Man dachte dann eben halt, das geht doch mal weg. Aber dann doch zum Arzt gegangen und der hat dann eben festgestellt, dass das eine Psoriasis wird. Und bin ich eben mit Salben behandelt worden und weiter ist da eigentlich erstmal gar nichts weiter passiert. Ich war damals auch mal ein paar Monate dann im Klinikum Steglitz gewesen, weil da ist das ja anders, aber ist ja trotzdem egal. Aber da konnten sie auch weiter nichts machen. Ich nehme mal an, damals war das noch nicht so ärztlich weit sofort fortgeschritten, wie das heutzutage ist. Und da ist auch weiter nichts passiert. Und so musste ich eben halt die ganzen Jahre eben im Großen und Ganzen, wie man so sagt, rumwursteln. Ärzte haben auch weiter nichts gemacht oder konnten nichts machen. Wenn man nur Salbe, Bestrahlung dann nachher später bekommen. Auch jetzt in letzter Zeit, vor 2 Jahren hatte ich die letzte Bestrahlung gehabt. 85 Stück an der Zahl. Aber im Oberkörper war das ja auch in Ordnung. Da ging es, das Schlimmste ist eben die Beine. War nicht so viel, weil das eben bei uns Familie oder Freundschaft und so, die hatten sowas nicht und haben sich zwar auch damit beschäftigt, haben auch gelesen, haben mir mal Ratschläge gegeben, aber Großen und Ganzen nicht. Patienten hat man ja auch nicht weiter gekannt, die man so beim Arzt gesehen hat. Jemand hat mir gesagt, auch von den Ärzten, dass das Vererbungssache sein soll, aber ich habe meine Oma, Opa gefragt, meine Mutter gefragt, die konnten sich nicht erinnern, ob da jemals so weit vorgekommen ist. Ich habe so das Gefühl, dass immer so ein Wechsel ist zwischen den Jahreszeiten, dass das vielleicht vom Frühjahr oder vom Winter jetzt zum Frühjahr, ich habe es ja auf dem Kopf auch, dass es da ein bisschen grober wird oder am Körper auch oder dann die Übergangszeit vom Herbst zum Winter. Aber das war früher, habe ich das mal so festgestellt, aber jetzt in der letzten Zeit gar nicht so. Also ich kann ja, gibt es ja eine schlimmere Sache noch von den Menschen. Ne? Ich bin ja eigentlich, muss ich immer sagen, noch glimpflich davon gekommen. Ne? Bei mir ist es ja hauptsächlich, dass alles verdeckt ist. Ich meine, bei den anderen ja auch, aber viele haben das ja auch im Gesicht. Ne? Ich habe jetzt hier bei der Studie das Gel bekommen. Das ist ja gut. Das ist jetzt in den letzten Wochen, seitdem ich das mache, immer glatt geworden. Die Haut ist bloß rot. Ne? Das, so schlimm ist es nicht. Ich habe auch von meiner Hautärztin mal eine Daivobet Salbe bekommen, die war gut. Ich habe immer noch ein Restchen davon, habe ich mir jetzt eingeteilt, weil die bis dieses Jahr noch haltbar ist. Und mit der Salbe ist es auch gut, sehr gut geworden. Bloß, die kriege ich nicht verschrieben. Früher hat es öfters denn mal gejuckt und dann muss die wirklich, jetzt muss es wieder eingeschmiert werden. Aber heutzutage ist das mit dem Jucken überhaupt nicht mehr zutage gekommen. Da muss man durch und man muss sich da auch selber dann im Griff haben. Nicht? Ich meine, es hilft ja nur alles nichts, wenn man jetzt in der Ecke sitzt und heult oder weiß ich was wegen das. Ja, man kann ja immer mal was lesen, was darüber, was hilft und so weiter. Aber ich habe ja immer meine, heutzutage ja eine gewisse Skepsis, ob das überhaupt nochmal weggeht und ob das überhaupt jemand mal in den Griff kriegt. Nicht? Meine gut, die Medizin ist ja so weit fortgeschritten, die kriegen ja heutzutage fast alles im Griff, aber ich habe das Gefühl mit der Psoriasis, das haut immer noch nicht hin. Naja, das hole ich dann, gucke ich dann mal beim Doktor, ob der da was Neues dran hat, ob der da ein neues Heft dazu liegen hat, gibt es ja manchmal auch. Oder in der Zeitung steht manchmal auch was darüber, eine Illustrierte und meine
Freundschaften und so, die passen auch schon immer auf, ob sie was sehen und würden mir dann, wenn sie was Neues entdecken sollten, teilen sie mir das ja auch mit oder geben mir dann den Ausschnitt. Ich habe auch die Ärztin gefragt, ob ich mir jetzt ernährungsmäßig irgendwas nicht machen soll oder nicht essen soll. Dann hieß es mal, ich soll nicht so viel Salz essen, obwohl ich gar kein so ein Salzfreund bin und ich salze meistens gar nicht. Und genauso gesagt damals mit dem Duschen oder mit der Badewanne gehe nicht so oft, weil es dann trocknet. Und das habe ich ja dann damals auch festgestellt, wenn ich dann öfters dusche, dass die Haut dann trocken wird. Ne? Aber das mache ich jetzt auch bloß nicht. Ich muss dazu sagen, dass ich einmal die Woche dusche, tagsüber oder jeden Tag dann natürlich den Körper reinige, aber nicht, dass so viel Wasser auf den Körper kommt, dass es eben halt austrocknet. Ne? Ja, wo soll man da hingehen? Der erste Ansprechpartner war ja der Doktor. Ne? Die haben ja auch Anfang ja immer mich gut beraten, da kann ich ja nicht drüber meckern. Aber nachher ist das alles so abgeflacht. Die haben mir dann Salbe verschrieben, ist ja heutzutage auch so, auch jetzt bei der Ärztin, wo ich nicht mehr die Divobed-Salbe kriege, sondern nur das gemischte Zeug, weil die Krankenkasse das nicht bezahlen will anscheinend, weil es so teuer ist. Und heutzutage kommt mir das immer so vor, als ob die noch schreibt dir mal Salbe und dann ist gut. Ich meine, es hilft mir ja auch. Die Haut wird ja glatt. Ich kann ja nicht darüber meckern. Was sollen die Leute auch machen? Was soll ich denn machen? Intensiver wäre man natürlich immer gewesen, das Bestrahlen. Das hat auch gut geholfen. Aber wie gesagt, an der Beine hat es auch nicht geholfen. Da müsste das extra vielleicht bestrahlt werden, irgendwie mit so einer kleinen Sonne unten. Habe auch schon daran gedacht, mir mal sowas zu kaufen, weil die Ärztin mal auch mal gesagt hat, das ist schon Jahre her, man könnte sich auch so einen UV-Strahler besorgen und dann eben halt nur die Beine machen und dann immer nach Vorschrift. Nicht? Bestrahlen ist ja, dann fängt man ja mit kleiner Sekunde an und hört dann mit groß auf. Ne? Aber sonst kann ich so alltagmäßig, kann ich eigentlich nicht meckern. Hat am Kopf angefangen. Wie das jetzt alles passiert ist, das kann ich jetzt wirklich schlecht nachvollziehen. Das hat sich dann irgendwie ausgebreitet, war dann zu Anfang, nicht? Die ersten paar Jahre. Und dann, wenn ich dann selber drauf gemacht habe oder überhaupt dann eine Sache, wenn das gejuckt hat, dann habe ich ja sowieso eingeschmiert jeden Tag. Da hat es dann nicht mehr so gejuckt. Aber wenn ich das mal über das Wochenende nicht gemacht habe, dann habe ich es gemerkt. Oder ich bin mal aus Versehen mit Fingernagel mal irgendwo reingekommen. Wahrscheinlich ist die Haut ja dann dünner, ne? Da hat es dann angefangen zu bluten, ne? Aber mit dem Eincremen dann war das dann wieder gut. Im Sommer, naja, wie das denn so ist, wenn man dann eine Arme das hat und so, dann versucht man das ja natürlich zu verdecken. Naja, kurzärmlich bin ich selten gegangen. Heutzutage kann ich wieder kurzärmlich gehen, weil ja nur am Ellbogen ist. Aber das ist so blass geworden, das fällt nicht groß auf. Aber früher waren ja die Arme oben und so weiter. Und das hat man natürlich durch Hemden verdeckt. Nicht? Im Sommer musste ich dann eben halt auch langärmlich gehen, habe mir dann die Ärmel dann hochgekrempelt, ein bisschen jedenfalls. Und so ging das eben halt.